Ich habe gerade das Gefühl, dass ich einen Fehler mache. Gut, die muss man irgendwie sprengen. Ja, wir können ja das so machen. So haben wir nicht. So auch nicht. So auch nicht. So. Dann können wir das machen. Achso, nein, wir kommen eh zurück. Alles easy. Und wir finden einen Fisch. Du erhältst den Nixenanzug. Nun kannst du tief tauchen. Drücke Steuerkreuz, um schwimmen. B zu tauchen und A, wenn du Gegenstände einsetzen möchtest. Aha. Wir sind übrigens in der Gegenwart komplett fertig. Jetzt wäre vielleicht der Ring nicht schlecht gewesen, mit dem man atmen kann. Ich glaube, jetzt macht der Ring nämlich einen Sinn. Da ist ein Nixenanzug, okay. Gut. Das heißt aber für uns, dass wir hier fertig sind. Wo ist erforscht? Genau, wir können nicht mehr Checkliste wieder durchgehen. Wir haben alles erforscht, alle Kisten gefunden, wir haben Karte, wir haben Kompass, wir haben auch den großen Schlüssel schon. Den großen Schlüssel schon. Mit dem wir dann in der Vergangenheit zum Endboss kommen. Alles klar. Cool. Und wir testen jetzt gleich mal den Nixen-Dingens da. Und zwar hier. Heißt das, wir können jetzt überall tauchen? Okay. Musik in meinem Leben? Oder? Infos. Nehmen wir sehen mal das nicht. Ein Ring. Kann man da, warte mal. Okay, da. Weißt du, ob man mit den Muscheln da irgendwas machen kann? Graben? Nicht so aus. Ich möchte halt nur ein bisschen unter Wasser bleiben, weil ich wissen möchte, ob... Irgendwie ist das... Warte mal. Das mit Schwimmen ist irgendwie komisch. Kann man... Würde zwar keinen Sinn machen, aber kann man das Blasrohr verwenden. Gut, alles was keinen Sinn macht, funktioniert. Allerdings kann man da auch nichts machen. Okay. Ich würde sagen, wir tauchen wieder auf und... sobald ich irgendwann mal merke, okay, das mit der Luft wird lästig, dann hole ich mir so einen anderen Ring. Aber zur Zeit... Oh, warte, ist wieder da. Aber zur Zeit muss ich sagen, stört mir das noch nicht so. Das ist ein Ring. Und den bekommen wir, glaube ich. Ja. Her damit. Na, mal. Herzen nehme ich auch mit. Und den Rest kriege ich eh nicht. Was? Das. Ah, das kriege ich anders. Ah, doch. Komme ich. Gut. Es geht wieder zurück, liebe Leute. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, in jedes Gewässer herumschwimmen. Heißt das das jetzt? Wäre cool auf jeden Fall. So. Da gibt es eh nichts. Ups. Und da werden wir wieder. So, und jetzt beenden wir diesen Dungeon. Okay, da geht es eh noch ein bisschen weiter. Das heißt, wir wissen jetzt eh schon, wo es weitergeht. Und zwar am Ende. Wo das tiefe Wasser war. Autsch. So, das heißt, wir müssen rauf. Ja, gut. So, dann müssen wir das wieder machen. Ja. Tot bist. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal das hier. War denn in der Hand auch? Ein Terra-Grapscher oder sowas? Weiß ich. Bin ich mir ganz sicher. So. Das macht man wieder auf. Da springen wir wieder rüber.
So. Oh, oh. Genau. Da waren die Kerokrapfen, genau. Naja, du schieß einmal. Oh, Gott sei Dank. So, aber die machen halt nicht so viel Schaden wie verglichen jetzt dem ersten, allerersten Zelda-Teil. Weil die waren da wirklich extrem. Die waren wirklich, wie wenn die so eine, weiß nicht, Minigun gehabt haben. Die sind komplett ausgezuckt. So. Einmal. Zweimal. Oh, Fee. Gut. So, Schlüssel haben wir nicht, aber wir kommen jetzt da runter. Da sind wir ein bisschen links und rechts schwimmen, dann schwimmt man voll schnell. So, wenn man so ganz überrissen, wie das funktioniert. Aber okay. Ah! Da sind wir jetzt unter Wasser und das ist ein zweites. Alter, was ist denn das? Wir haben kein Schwert, die wollte es noch angemerkt haben. Autsch. Okay, das. Da gebe ich gleich wieder auf. Wollen wir ganz kurz einmal darüber schwimmen. Aber wir haben das Item, das können wir nutzen. Falls wir das wollen. Ah, 30 Rubine, sehr cool. Ah. Quallen, die Elektroquallen, die kennen wir auch von diversen Zelda-Teilen schon. So, gut, dann. Da links ist dann auch noch was. Was ist, ob er da hinkommt? Om. Gott. Oh, na, na. Ja. Perfekt. Vergiss immer. Autsch. Dass ich kein Schwert da unten nutzen kann. So, was gibt's da Schönes? Mhm. Ich würde mal vermuten. Aber die schön symmetrisch platzieren muss. Nein, das ist es nicht. Dann zweite Vermutung. Dass man die auf die Plattformen da hinlegen muss. Also hinlegen und auf uns zeichnen. So. Ups, sollte ich nicht. So, na. Na komm. So. Und. Na. So. Perfekt. Und da haben wir einen Schlüssel. Oder was auch immer da ist. Doch, Schlüssel. Haben wir den Sound gehört. Dann können wir eigentlich wieder zurück. Es gibt jetzt nur einen unerforschten Raum. Uah. Und uns trifft gleich etwas. Ich habe noch keine Ahnung, wie man da hinkommt. Aber schauen wir mal. Ah, man muss... Okay, so geht das Schwimmen. Jetzt checke ich das. Auch mal. So, oh, nein, nein, da wollte ich gar nicht hin. Das ist unüberlegt. So, und da geht's wieder raus. Alles klar. Gut. Und da geht's weiter. Theoretisch müsste es hier auch noch irgendwo tiefe Stelle geben, wo man tauchen kann. Theoretisch. aber jetzt brauchen wir mal...
Brücke, wollte ich sagen. Ich probier's einfach raus, okay. Gibt es? Warte mal. Womöglich ist aber dieser eine Raum, der was unten unerforscht ist, auch der Bossraum. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem eine andere, oder? Man muss einfach da tauchen. Nö, okay. Andere Frage, gab es hier rechts dann eigentlich noch eine Stelle, wo man tauchen kann? Wahrscheinlich. Irgendwo muss man auf jeden Fall noch tauchen können, wenn wir sonst zum Schlüssel nicht kommen, den wir brauchen. Das müsste leider nochmal zurück. Einmal. Zweimal. So. Und geht's hier wieder durch? So reinschauen, ob es Herze gibt. So. Ah, der ist auch wieder gewespawnt. Oha. Ich hau gleich ab. Autsch. Ah, müsste glaube ich noch weiter runter. Aber die will ich besiegen. Die sind so schwer. Und vielleicht gibt es irgendwo noch Herz. Ja, Rubine sind auch okay. So, den einen lasse ich jetzt aber. Oh. Na, schade, kein Herz. So, und zwar, wenn wir jetzt hier nochmal weitergehen. Oh oh. Uah, da. Gibt's nicht. So. Na, Link, warum schlägst du runter? Aber na toll, dann droppt er nicht einmal was. So. Was war? Ah, das war okay. Oh, komm ja nicht runter. Haben wir den anderen jetzt auch getroffen? Nö. Da kann man leider nicht durchschießen, ne? Nein. Okay. Dann du noch. Kommt der nicht drüber, ne? Perfekt. Gut. Dann wieder darauf. Denn wir singen mal was ich selber. Vielleicht droppt der Herz. Und das tut er auch. So. Also. Und ja, es gibt jetzt ja wohl auch Wasser auf jeden Fall. Ah. Warte mal, hat er die Dings vorher noch gesagt? Die Eule da, dass man tiefes Wasser meiden sollte. Das ist schon ein wenig fies. So. Genau, hier sind wir hier jetzt also. Was ist das? Passiert da was? Ja, da passiert was. Schauen wir nochmal zurück. Ah, shit. Ah, Herz. Ja, damit. Da geht's runter. Schade. Thank you.
Ah, da geht's rauf. Und da sind wir hier jetzt, okay. Na! Jetzt. Das ist wieder eine blöde Strömung. Boah. Warte mal, ich gehe doch gleich weiter. Okay. Und gleich meine ich jetzt. Oh. Auf da. So, da gibt's, genau, da gibt es einen besagten Schlüssel weg bei dir. Oh, oh, nein, jetzt schon wieder. Was hat das auf einmal für eine Räume? Ist eine voll doof. Zumindest bekommen wir ein Herz wieder zurück. Und den Schlüssel. So, sonst gibt es hier aber nichts mehr. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Und ich glaube, dann kommen wir jetzt zum Boss. Ja. So, da schnell durch. Den weichen wir aus. Da rauf. So. Gut. Was gibt's da drüben eigentlich? Ah. Ah, Herz. Noch ein Herz, sehr cool. Und noch ein Herz. Perfekt, dann haben wir wieder ein paar Herze. Das finde ich extrem cool. Weil, jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt zum Endboss kommen, ja, da brauchen wir, glaube ich, jedes Herz, was wir kriegen können. So! Also dann, wollen wir. Die ignorieren wir jetzt. Ich glaube, die würde es da ausnahmsweise mal ignorieren. So, wie war es jetzt? Rauf und dann nach links. Also da noch einmal rauf und da jetzt nach links. Oh, schnell da durch. So, den müssen wir fast besiegen. Der wird jetzt zu lästig. Ja, immerhin hat er ein Herz gedroppt. So, und das ist jetzt das letzte Mal, als wir jetzt da durchgehen. Außer wir sterben beim Boss, dann müssen wir da nochmal durch. Aber von dem gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich denke optimistisch. Oh, Herz, sehr nice. Ja, Fee meine ich. Fee ist super. So. Und hier wieder dieser Hüpfpassage.